arbeiten, machen, etwas kreieren, schaffen. Mhm. Obwohl, hast du eigentlich in Deutschland solche wie Elon Musk? So, ich will chillen, ich bleib zu Hause, ich will mich kreativ entfalten. Altdeutsche Mentalität, ne? Pünktlichkeit, seine Sachen machen, hustlen, ja. sein Ding machen, so. Ja, ja. Das ist meines Erachtens in der deutschen Szene, du hast ja noch nicht mal viele Motivationsbereich, es ist verloren gegangen. Ja. So, meiner Meinung nach. Ja, es ist halt eben die Frage, ne? Also wenn du so überlegst, ob das jetzt zum Fortschritt, also ob es ein Fortschritt ist, dann vielleicht auch für die Industrie oder halt eben für gewisse Märkte, ja, so, dann halt eben ganz klar nein. Ja. So weiß ich meine, wenn ja, jetzt ja, so, ja. weil dann hast du ja nicht mehr die innovativen Menschen, ne, oder die dann irgendwie irgendwas Neues kriegen. Obwohl, hast du eigentlich in Deutschland solche wie Elon Musk oder so krasse Typen? Hast du die hier eigentlich in Deutschland? Also neuzeittechnisch gesehen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ist es, glaube ich, schon was her, dass es so etwas aus Deutschland kam, so eine extreme Innovation. Damals zum Beispiel, damals war zum Beispiel Röntgen, ist eine deutsche Idee, ne? Also es gab schon einige Sachen, die deutsch waren, die eingeführt wurden. Auch ein paar, wenn ich die jetzt nenne, wenn ich jetzt sage, wer die erfunden haben soll, werden wir gecancelt. So, ja, weißt okay. du, aber es gab auf jeden Fall eine Zeit in Deutschland, wo Ingenieurswesensmäßig die schon top waren, so, ne? Bei mir ist es aber auch so ein Ding, ich glaube, die deutsche Mentalität ist ja auch für manche Leute zu robotisch. Deswegen dieses Innovative, das war jetzt mehr auf dieses Hartarbeiten. Wenn wir jetzt auf Innovation und Kreativität gehen, da ist es ja nicht so dienlich, wenn du die ganze Zeit nur statisch eine Sache wie ein Roboter machst. Deswegen propagieren wir ja auch Gesundheit, Business, Mindset, aber auch Entfaltung in diesen Lebensbereichen. Also, dass du dich auch mit Dingen für dein Mindset beschäftigst, die kreativ sind. Wie zum Beispiel vor einem Podcast dich mit Themen beschäftigen und darüber sich auszutauschen. Deswegen sind viele unserer Posts ja auch immer so, ey, tauscht euch aus darüber. Wir sagen jetzt nicht so oder so. Weißt du, wir stellen uns ja auch die Fragen, ist das besser? Was macht dich wirklich erfüllt und erfolgreich am Ende? Ja. Ne? Und wir sind ja auch selber noch in dem Prozess und das ganze Leben ist ja ein Prozess und du lernst dazu und so weiter, ne? Und ja, es gibt bestimmt Menschen, die einfach keinen Bock drauf haben, ja, und das einfach so wollen, ja, dass die einfach nur chillen wollen und sich kreativ ausleben wollen oder was auch immer. So, okay, dann ist das so, ne? Aber ich glaube, die Mehrheit, wie ich ja gerade schon sagte, ne, ist halt eben dann die Frage, wirst du dich dann auch wirklich langfristig, ich weiß nicht, wie erfüllen das können. Ja, erfüllen können, das ist so der Punkt, ne? Ich glaube, du wirst langfristig dich nicht erfüllen können, aber nur aus der Sicht von, wenn du eine Familie gründen möchtest, musst du einen gewissen Hustle in dir haben. Meiner Meinung nach. Du kannst nicht sagen, weil ich bin der Meinung, wenn du jetzt die Otto-Normal-Frau nimmst und den Otto-Normal-Typen und wenn die jetzt die Wahl hat zwischen 20 Kerlen und davon sind 19 so, oh, ich will chillen, ich bleib zu Hause, ich will mich kreativ entfalten und gucken, mal schauen, vielleicht mache ich auch gar nichts. Die nimmt wahrscheinlich sogar eher den, der jeden Tag auf den Bau geht, auch wenn er jetzt nichts krasses businessmäßig nebenbei macht, weil der steht wenigstens auf und macht was und, weißt du, strahlt irgendwie auch etwas aus, was sie vielleicht anziehend findet. Ne? Für den Moment dann. So, für den Moment anziehend findet. Für eine gewisse Zeit, ja. Genau, ja. Längerfristig gesehen muss man dann immer gucken, ist dann Beziehungsdynamik, aber für die alten Werte, traditionelle Werte, Familiengründung und so, ist es, glaube ich, schon besser und das war ja früher wichtiger und das ist in Japan heutzutage immer noch wichtig, ne? Ist es besser, diese Hustle-Kultur zu haben, ne? Arbeiten, machen, etwas kreieren, schaffen. Wenn du aber alternativen Lifestyle leben möchtest, der ja immer mehr gängiger wird, wo du vielleicht sagst, ich will gar keine Frau, ich will vielleicht mit einem Mann leben oder so, ne? Soll jeder machen, wie er meint. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand auch sagt, ich will mit zwei Frauen leben oder so, oder was weiß ich nicht was, jetzt nicht Dings gesehen, weil manche würden sagen, im Islam darfst du das und so. Aber du weißt, was ich meine, also andere Lebensstile, ne? Wie man das, normalerweise kennt man ja Mann, Frau, Kind, Familiengründung, so, das Traditionelle. In Amerika sagt man auch dazu, the nuclear family, Nuklearfamilie. Ich weiß nicht, warum nuklear, aber irgendwie, das ist so das Ding ins Bild. Dafür ist die Hustle-Kultur besser.